Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP. JP. JP Performance GmbH. Ich hoffe, euch geht es gut. Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt so gedrückt. Auf jeden Fall M3 starten hier per Knopfdruck. Eigentlich wollte ich es ganz anders beginnen hier, aber im richtigen Oldschool-Style, wie wir früher Reise gemacht haben, beginnen die Videos anders. Und zwar nämlich genau so, wie ihr es wollt, so. Also, ihr werdet sehen, wir werden super viele tolle Dinge erleben. Ich weiß nicht, wie das Intro aussah. Wir sind nämlich erst unseren ersten Tag jetzt hier, haben sehr viel Spaß und wir beginnen da, wo ich mir das letzte Mal so dermaßen in die Hose gesteckt habe, mit Mr. Schnitzel. She wasn't ready. Und Mr. Schnitzel ist, glaube ich, auch schon da. Wir sind nämlich bei Boden Autohaus, wo diese Szenen entstanden sind. Wo ich im Aventador saß und mich zugekackt habe, da muss ich erstmal ganz kurz mal einen Shoutout an. Einen Shoutout an BMW loslassen hier. Also muss ich nicht, sondern es ist wirklich, ich muss da gar nichts zu sagen, aber wir haben von BMW haben wir ein M3 bekommen für LA, was sehr krass ist. Aber die Reifen sind jetzt schon nicht mehr so gut. Also ich habe die nicht so gut bekommen, ich habe noch nichts gemacht. Aber Grüße gehen raus von BMW. Wenn ihr den zurückbekommt, dann sind die gar nicht mehr da. Habt ihr Glück gehabt. Habt ihr Glück gehabt. Ach ja, ich denke mal, wir werden dieses Auto uns gleich angucken auch. Und das kann ich mal so vorab sagen, das ist der schönste Ferrari, den ich in meinem Leben jetzt so gesehen habe. Außer F40 und so, aber das ist an den neuen Ferraris. Ich hätte nicht gedacht, dass ein SF90 so gut aussehen kann. Wirklich. Also das ist wirklich, da kann man nichts dran aussetzen. Von der Felge übers Lack, das ist so krass. Das sieht unwirklich aus. Was ist denn jetzt alles dran verändert? Ich glaube, untenrum durchlackiert, Felgen, Fahrwerk, Scheiben getönt. Das sieht spacig aus. Auch diese Dachantenne sieht aus wie so ein Hai, ne? Guck mal nur auf die Antenne hier. Wie groß die auch ist so. Aber es sieht irgendwie geil aus. 335, 25, 22. Das ist das gleiche wie auf dem 992 Turbo von LCE. Mit dem Unterschied, dass der LCE den locker flockig vom Tellerrand kickt. Das weiß der ja nicht. Ah, doch. Ja? Doch, doch. Ja, auf jeden Fall haben wir, also Pony ist da, Flo ist da, wir werden einen sehr, sehr schönen Trip haben. Wir haben ein sehr schönes Zuhause. Das zeigen wir euch bestimmt auch noch, ne? Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wir haben sehr gute Laune, haben vor euch, wirklich wie früher im Oldschool-Style, die ganze Woche zuzukleistern. Aber wir wollen es so machen, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich habe noch was. Und zwar wird es eine Sache geben, ich sage es jetzt schon voraus, wenn das so passiert, werdet ihr mich mit Vorankündigung heulend sehen. Denn der Beetle... Ach so. Von uns ist heute Morgen gelandet. Der Beetle ist in Los Angeles. Also wir haben das geschafft. Der Wagen ist hier. Er geht jetzt schon auf dem Weg nach Vegas. Also wir haben ihn noch nicht gesehen. Aber er soll wirklich hier sein. Und dann werden wir mit dem Auto über den Strip fahren. Das heißt, wir fahren mit dem Auto über den Strip. Und der Wagen war wirklich vorgestern noch in Dortmund in der Werkstatt. Boom. Oder? Also in diesem Auto zu sitzen... Da lang zu fahren, das wird absolut, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und meine Träume damals auch, überhaupt ein Auto mal auf der Messe stehen zu haben, ist krass. Und dann auch noch das Auto so. Also wir stellen den Beetle aus auf der SEMA Show. Ja, wir können es mal was angucken. Da liegt einfach eine Liberty Walk Stoßstange, ne? Stimmt, mit der eigentlich nicht. Die ist komplett heile. Die ist wirklich heile, ne? Nee, da ist sie gebrochen. Nein. Da, nein. Eine Seite. Wo? Da! Hier? Ja! Ja, okay. Na gut.
Wir warten mal auf Josh. Ach ja, und er meinte so, ich meinte ja gerade, der Ferrari am Telefon sei sehr, sehr schön. Er meinte so, it's yours. Das heißt, den können wir schon mal nehmen. Ja, guck. Und es, also ich finde wirklich, wir können ja von, komm, wir gucken von außen schon mal. Doch, ich würde das ganz frech sagen, das ist auf jeden Fall der schönste Ferrari, den ich gesehen habe bis jetzt. Weil ich finde die Felge, also HE-Felgen finde ich sowieso echt gut. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich finde das Silber mit dem Grau, den gelben Bremssätteln, das Raddesign, die Fahrhöhe, ich meine, die Höhe ist frech. Also hier. Ist nicht hoch. Und ich kann euch versprechen, so eine Frontschutzstange kostet auf jeden Fall so viel wie der Bus dort. Aber es geht, ne? Ah, ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Pass mal hinten. Nee. Mach mal hinten. Finger. Ja, genau. Hey, das geht aber, es passt, ne? Das passt wirklich. Also Leute, ich weiß nicht, wie ich das euch zeigen kann. Also hier gibt es nichts mehr. Dann sehe ich, der hat auf jeden Fall noch Downpipes drin. Aber der wird auf jeden Fall einen Boden-Autohaus-Auspuff haben. Und wir müssen mit ihm reden mal über einen Auspuff für den GT3 RS, weil er bietet da was an. Das habe ich in einem Video gesehen, das würde ich gerne mal hören auch. Sowieso, wenn die Halle gleich aufgeht, das wisst ihr ja, jedes Jahr sind wir eigentlich hier. Wenn die Halle gleich aufgeht, der hat wirklich Kracher da drin, das wird wirklich... Ich sehe den Cut. Siehst du das? Die Klappe ist offen. Siehst du das? Siehst du das Cut-Gewebe? Ja. Das ist kein weiter Weg. Nee, das ist wirklich kein weiter Weg. Und was meinst du, wenn der Cut glüht? Der Cut glüht ja sofort. Boah, sieht das gut aus. Das sieht wirklich... Kennt ihr so Autos? Du gehst drumrum und du findest keinen schlechten Winkel? Also wenn ich so stehe, egal wo du stehst, das Auto ist perfekt. Ich finde selbst die Dachantenne mega geil. Egal wie du machst, immer besser gefühlt. Auch die Haube, also ne? Vorne gefällt mir auf jeden Fall am besten. Wie ein Hai. Auch die Fahrt ist dick. Ja, okay. Wir warten mal auf Mr. Schnetzel. Der hat auch gute Laune schon gehabt. Und obwohl es so früh ist, weil früh aufstehen liegt dem Typ gar nicht. Den Typen kenne ich auch schon seit entspannte 10 Jahre kenne ich den. Der ist auf jeden Fall Mr. Schnitzel. Bis gleich. Also er kommt mit einem coolen Auto. Hat er gerade gesagt. Und er meinte, wir sollen nach vorne kommen und sollen ihn filmen, Mr. Schnitzel. In 2 Minuten ist er da. Da kommt er. Genau, ja. Da ist er. Cool, Josh. Jetzt bist du ja so packen. So wie bei dem Film von Snoop da mit diesem The Airline. Fuck, ich habe ihn gesehen, als er aktuell war. Ja. Das sind aber amerikanische 2 Minuten. Das sind kalifornische 2 Minuten. Deutsche Minuten sind es 3,27. Mr. Schnitzel. Warum heißt der Mr. Schnitzel? Weil er immer, wenn er mir eine WhatsApp schreibt oder eine Sprachnachricht muss, sagt er immer Schnitzel am Ende. Das finde ich einfach lustig. Er kann ja auch ein bisschen Deutsch verstehen. Wow. Hallo. Not too bad. Like my new car? Yeah, I like it. Oh, it's completely, yeah. Oh. It's green carbon. Want to pull it up to the back? It's schnell, yeah. Schnell? Yeah. Schnitzel? Schnitzel. Ja, okay. Er hat recht gehabt auf jeden Fall. Aber trotzdem macht er mir absolut keine Angst mit dem Ding im Vergleich zu dem mit dem Aventador. Weil so ein Auto ist dafür gemacht, schnell zu fahren. Der Aventador wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo er Gas gegeben hat. Wirklich. Du hast das Gefühl, dass der Motor einmal durch den Tunnel nach vorne rutscht, weißt du, und dann von dir durch den Tunnel nach hinten rutscht. Das Gefühl hast du, ja. It makes... Okay, I'm good. Alter. Genau. What's up? Oh, you look tired, Mr. Schnitzel. I'm fine, I'm okay. Yeah? Good to see you. Good to see you, man. How are you? Good. Flo? Hello, how are you? And Pony. How you doing? Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Tony? Nice. And Johnny. Hey. What's up, man? Your twin. Good? Johnny. My twin, right? What's up, man? Johnny. The Ferrari looks too good. Yeah, I love it. I mean, it was, when I first got it, I waited 2 years. Is it yours? Yeah. No way. I waited 2 years. You got a great taste. Thank you. I'll show you the inside. It's pretty cool. It's like a dark blue. I thought it was going to be a little bit brighter on those seats, but it's fine. It's fine. It's classy. Yeah, absolutely. Yeah, I came in. I didn't know if I was going to keep it because I waited so long. And by the time it showed up, you know, we didn't need it for, we were going to develop exhaust and stuff. Mm-hmm. No, so, but also the price is going up and down, down a lot, yeah. So how much are they new? New MSRP, this is like mid 600. When they first came out, they were going for like $1 million. Yeah, and then now they're pretty close to MSRP.
after 2 years. So, but still okay. That's okay. Yeah. I won't lose. I'll just break even on it. No, but really, it looks very, very, very good. I mean, the wheels in combination with everything. Thank you. Yeah, we painted the lowers. That's what makes it look more aggressive. So usually people do it in carbon. Is it? Like you said. Like I said. So we painted the lower there. We painted this. We painted that lower. So now the whole car just looks like it's... Yeah. It's just and that lower. Makes a difference. Yeah. And the special color is called Grigio Squalo, which means shark in Italian. And it looks like a shark. Yeah. I said the same thing. I was standing in front of the car and I said, looks like a shark. Even the color looks like a shark. And now the color is called shark. I had to raise it because I had it so low. You had it lower than lower that? Lower than this, yeah. And I was driving and I couldn't, like, usually it's hard to turn because you feel it. But yeah. It's not even a straight line. I was like, all right. It's too low? It was, but this is lifted now. No, when you drive in a straight line and it scratches. Yeah, but it looked cool. It is too low. it looked good. No, I'm very amazed. Thank you. And what about that one? That one is a customer out of state. We just did wheels and tires, and then we blacked out. It was silver on the trims, and we did black. So it's going to get picked up today. I'm so happy for you that the business runs so well, because when we met, it was always good. Yeah, but the air suspension and stuff. Yeah, right, but it's really, really, really growing. Yeah. Amazing. A lot of work. Was bei diesen Bugattis wirklich immer wieder beeindruckend ist, wenn man sich die Autos im Detail anguckt, ist der Detailgrad bei so einem cleanen Auto doch sehr hoch. Nur du gehst näher ran und wenn du dann schaust, die Inlets bei den Scheinwerfern, die ganzen kleinen Pünktchen um die Scheinwerfer rum, dann gehst du so hier vorbei, die Wischer, dann guckst du rein. Diese ganzen Kleinigkeiten an dem Auto, wenn du dann so oben in den Motor reinguckst, allein diese Finne, ne, die dann so durchgeht. Dann diese Aktuatoren für den Heckspoiler, das ist schon echt geil. Und das Teil ist ja auch aus dem Vollen gefräst, ne? Dieser Halter von der Rückleuchte, Endrohre. Ich glaube, das ist das Maximum, was du schaffst, an einem dezenten Auto Details dran zu haben, aber trotzdem nicht aufdringlich zu sein, finde ich. Die Räder finde ich nicht so geil, da finde ich originalen Felgen besser. Okay, cool. Das ist, sieht genauso aus wie der Aufbruch, den wir im Diablo hatten, ne? Bis auf die X-Pipe hier, aber sehr ähnlich. Auf jeden Fall besser geschweißt. Ja, auf jeden Fall. Dann noch einer, was hier immer los ist, ne? This thing's pretty cool. It's a 1966 fastback. Everything has been redone, fresh glass. We didn't do all the work. You didn't? No. This is like a classic restoration shop in Detroit. They do incredible work. It's got a new V8 in it, like from a newer car. All the glass is molded. Like each glass is $30,000 to get like that. To make it, yeah. Like curb like that. And then you see all the bumpers are molded. Like it's just very... So this is the guy Chris, the guy that you went in the... Yeah, we all remember this. We all remember. Never forget. So how much is a car like that? He's into it about 750 grand. Took about, I want to say... For this? Yeah. But the start to finish took, you know, 5 years, I think, to get it like this. And how much power? I mean... Oh, it's not. It's just a V8, probably 400 power. 300. So, drives nice. Yeah, it just drives like a brand new car. Feels like a brand new car, but looks like a classic. It's called a resto mod. It also has... New coilover, suspension, everything underneath is brand new. Wow. Yeah. Guck mal her, das ist echt geil. Das finde ich wirklich geil, das wollte ich unbedingt auch mal machen. Weil der hat zwar keine Einzelaufhängung, aber ihr seht ja, dass die Aufhängung von der Technologie ganz, ganz anders ist. Er hat trotzdem dieses Mitteldifferential und auch eine Starrachse, aber trotzdem ist halt der Aufwand und die Anbindung komplett neu. So, how much time will it take to do a cracker like this? Check this out. So, even has this little... You get this booklet with all of the information, the process, you know, all the receipts. When you go to sell the car, you can show the new owner everything that's been done. Yeah, literally everything. And so. 750,000. Yeah, you're never going to get that back, obviously, you know. You don't. What's sad, because at some cars nowadays, you really get it back. Yeah, for sure, but this is a different project. Can you open the hood? I don't know how. Guck mal, die Scheinwerfer. Das sind auch irgendwie so LED-Dinger. I don't know how to open the hood. No? Auch mal hier einfach ein Satz Bugatti-Räder, ne? Oh, that's why you got new wheels, right? Because he scratched them? No. That's how you do it here. He ordered the wheels before he got the car. So he picked the car out and then he's like, I want these wheels, and he told me about the damage there. They're not that light. Echt nicht so leicht. Serato, you guys have these over there? Yeah. So we're just... We're doing new wheels, they're getting made, we color match the fender so they're not plastic anymore. We're going to do a roof box, some lights, and a supercharger, so it should be pretty cool. Yeah, so matte carbon, or what do you want to do? No, just we painted them. So you remember how it's plastic? Yeah. Oh, nice. Yeah. What's going on over here? Not our project, we're just fixing it. Another shop did it in Texas.
That's how I did it? Yeah. No way. Yeah. No. I swear. So we're That's a new level. Yeah. With tape? Yeah. Wow. Yeah. I don't want to talk bad about it. It's just, that's how it came. So we're just, we had. So what's the name of the shop? I don't know. Updated Liberty Walk bumper and then a hood. And then we're just going to try to fix all the stuff that was done. How fast can you get a big Pandem rear spoiler? I have no idea. Okay. You can't get it? No, I got the idea on the flight. And Brian's probably better than me at getting that stuff. To get it, yeah. Okay. Yeah, try it. So let me just see what's going on here. It's an alpha kit. 1300 horsepower at the wheels. Yeah. Yeah. It's fine. Das ist krass mit Kofügeln, ne? Kannst eh nichts kaputt machen. Nee, glaube ich auch nicht. You seen the new R? No. The V8? No. So this is the V8 supercharged one. I still have mine, V6, and I really love it. This is another, I wish it was working. I mean, it's not that it's not working. We're just upgrading the suspension. Lower arms. Camber. But it is so fast, so fun to drive. So this here? Yeah. It's a lower slapper kit. It's stronger, and it pushes the front out a little bit more. I mean, it looks way stronger. Yeah. And how much is some, I mean, why do they do this? I mean, is the other one too weak or? Yeah, or? it's cast and it's. And it breaks. And it breaks, yeah, if you do this kind of stuff. For me, I mean, I just did it because it looks better because this new bumper, there's all this exposed. Yeah, and yeah, you can see correct. That. And I like the stance that it does. It pushes the wheels out in the front. Okay, how much? Just a little bit. Okay. Just a little bit more. Das ist wirklich geil zu sehen. I mean, your German is great, so I can just danke, talk. Danke, danke. Ja, also das ist ein geschweißter Vorderachsträger hier so, ne? Das ist normalerweise so ein gegossenes Aluminium, ja. Was wir bei unserem auch haben. Und die fertigen das, aber das muss ja trotzdem von der Genauigkeit so gut gefertigt werden, dass du das Auto ja auch einstellen kannst von den Alignments, ne? Also, dass das Auto von der Vermessung her wirklich steht. Weil es ist a small brake for a strong car, as you say, right? You know, the brakes are better than they were before. But how much power is the new one now? 700 horsepower. Stock. Stocked. Oh yeah, it's very fun to drive. They had to do it because of this, right? Yeah. Yeah. They're still selling these for 160, 170 grand. That's a lot of money for a truck. For a truck, yeah. And it's if you can turbo get it. Or supercharged V8. This I know how to open. Okay. Der Raum ist gleich, ne? Nee, guck mal, das Display da, das ist ja so kein Satz auch gesehen. But this will never come to Germany. I know. 160,000? MSRP is like 111, but they're going for about 50 over. Oh, they go higher? Yeah. Ah, so yeah. 111 makes sense. Same engine as the GT500, I think, the Mustang. Yeah, we drove that one. It's fast. Yeah. Schnell. Oh, yeah. Der Motor aus dem Mustang. Very fun car. I love it. I really love it every day. You always love them. Yeah. But this one's really fun. When is that finished? Monday. Are you in town? Yeah. Yeah, I'll let you drive it. You'll love it. On Monday? Oh, just take it for the week, whatever you want. I mean, it's... No, only for you'll love 20 it. Minutes. You're going to want it so Is it yours? Bad. Yeah. I would love to drive it because the difference is great. Oh, man, you're gonna love it. Okay. First time I drove it, I was like... I was like... Crying. You missed the loft? Yeah. Aperta. They made 200 and something of these. You put HRE wheels on it. It's got 140 miles, so... Boah. Customer doesn't really drive it. Looks 140 miles and wheels on it. Yeah, why not? Looks cool. You know what I really would love to drive, also for me as a customer, is to hear your exhaust in a GT3. RS? On mine, because in Germany it's only allowed to drive it stock. Really? And how much potential is in that car sound-wise? Oh my God, it sounds so good opened up. So good. Mm-hmm. Yeah, like a RSR. Really? Yeah. You do sport cats. And you only change the manifold, I guess, long tube and headers with sport cats and then a titanium rear section makes a scream. This one hasn't, no. That one has, it's all stainless. It's done. That one's not our system. Okay. I can start it, but you won't be able to rev it because it only goes up to. Yeah. And you weld everything here, right? Yeah, all here. We're still building it out. This is new, obviously. This wasn't here last time, so we're building the wall. And then we got four guys here that do all the welding, yeah. Great. I don't know what that is. Titanium. That's titanium. This is a 997 we're building for the rear section. It's the stock one. So we're going to make, so we put valves, run a megaphone to make it a little bit more high pitch. Mm-hmm. And then we're building headers. So megaphone means that you make it wider and so then... it goes like this. So it kind of makes it like it amplifies the sound, which is really cool. Makes a huge difference? Pretty big difference, yeah. Compared to just like a regular pipe, yeah. Only to get it, to make it wider. It's like a megaphone, yeah. Mm-hmm. They allow anyway. Yeah, there's no rules for making your own.
only when you touch the cats, which this is just from the cat back. Also in California, there's no rule for it. So if you leave the cats, but the decibel go high, that's... Oh, there's technically, yeah, there's a decibel reading, but there's no rules as far as how you're supposed to make the cat back. But if a cop wants to be a they can do it even to like a sock Aventador and give you a ticket. Depends if what the cop wants to do. It's not like Germany where like they're all very strict. Some guys are cool, some guys aren't here. Generally, like the beach areas like PCH, Newport, Laguna, they're going to be more strict because of all the people complaining. But what I understand. I mean, I start to understand because some cars are so loud. Yeah, every morning you're just like... Eh. Yeah, exactly. Because when you have... I don't want to be a now, but you waking up Sunday morning, you had a hard week. Or you have your beach house, you go there once every, you know, once for the summer, and all you hear is... Wah, wah, you know, and one guy really drives back up and down six, or seven times. People, you know? And the fifth time you jump out of the bed, you want to kill him. Yeah. So it makes sense. You gotta be respectful. I think that's the only way to go, to really try to get an arrangement that people understand where you can do it and where you can't do it, and then let them build what they want. Yeah. Because if you go out to the desert, wo wir noch rausfahren, when you're driving from LA to Vegas, it doesn't matter what exhaust you have. You can whatever you want. This is life and it's hard. So please just think away with your heart. Cause this is life and it's hard. Das ist der schönste Ferrari, in dem ich je gesessen habe und den ich wirklich gesehen habe. Weißt du, was ich so krass finde? Diese Welt, das ist immer so verlockend in diesem doofen Amerika. Boah. Ich finde... Nee, warte mal, ganz kurz, Flo, ganz kurz. Ich muss dich einmal unterbrechen. Guck dir mal bitte den Innenraum an. Dieses ganz leichte Blau mit diesem Display. Ich bin gerade wirklich ein bisschen im Arsch. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Jetzt haben wir alles aus. Ich weiß nicht, ob ich... Sollen wir mal einfach gucken, was das Auto macht so? Ja. Ja, ne? Der Schlüssel. Geil, ne? Sieht aus wie so ein Ferrari Zippo. Okay. Das geht aber sehr schnell. Also, was ich sagen will, ist, dass diese Autos hier, also ich rede jetzt wirklich an euch so, in euch rein. Wir tunen ein Auto, dann ist das mal ein bisschen schnell, dann hat das auch mal Räder. Aber hier bauen die einfach die Autos mit extremen Rädern, extrem tief, extrem viel Leistung und dann fahren die damit täglich. Das ist eine Sache, die wir in so einer Kombination ja überhaupt nicht kennen. Das kennen wir gar nicht, weil dieses Auto sieht von außen wirklich aus wie von einem anderen Stern. Wir sitzen gerade hier drin, Flo. Wir sehen so aus. Also wir sitzen in diesem Hai, oder? Voll krass. Ja, das ist das Äquivalent zu, also in einem Ferrari durch LA fahren ist das Äquivalent zu in einem R34 durch Tokio fahren. Ja. Das ist ja, so. Ja. Und jetzt sage ich was wirklich krasses. Ich muss sogar wirklich sagen, dass der hier ein ganzes Pfund krasser ist als der 34er. Der 34er war ja auch Stock. Genau, ich will auch gar nicht den 34er irgendwie downgraden, aber dieses Auto, und manchmal sind moderne Autos ja auch wirklich geil, aber der ist wirklich krass, der Wagen. Also ich weiß nicht, ich fühle ihn gerade sehr, sehr doll. Der Elektroantriebsstrang geht wohl, weil ich sehe 14 Meilen Elektro und wenn ich so Gas gebe, wohl nee. War das jetzt Elektro? Das weiß ich nicht. Müsste der nicht untenrum Elektro und dann zuschalten? Voll. Wie geht denn hier Launch Control? In 3,3 Sekunden auf 100. Ohne Launch. Wollte ich nur mal eben erwähnen. Das ist Elektro jetzt. Das ist Elektro. Das
Auto ist echt gut, ne? Also ich finde es auch optisch, es ist einfach ein Knaller. Also auch so in diese Supersport-Kategorie reiht es sich nicht einfach so ein, finde ich. Ich finde, das sieht halt anders aus. Ich meine, Ferrari hat extrem gelockt mit diesem 1000 PS und dem Preis, ne? Weil der war vom Neupreis ja für ein 1000 PS Auto zu günstig. Und dann haben alle so ein Ding bestellt und dann ist dieser Gebrauchtmarkt ja zusammengebrochen. Weil sie konnten liefern, die Autos wurden gekauft, wurden bestellt. Okay, er hat jetzt 2 Jahre gewartet. Und jetzt ist der Wagen ja im Gebrauchpreis nicht so, wie man erwartet, dass man sagt, ey, man kann damit irgendwie Geld verdienen. Ich glaube, jetzt haben wir noch einen stärkeren Mode. Ich spiele den Elektro nicht. Du? Ja, untenrum nicht so. Also wenn ich jetzt so Gas gebe. Ist das geil. Das ist echt krass, ne? Sound ist auch Wahnsinn. Ich würde sagen, wir drehen mal da vorne um und würden da mal so ungefähr schätzen, was man so 100, 200 fährt, ne? Das ist zu geil. So, wir können mal eben testen, wo ist denn hier so eine Launch Control? Oh, das waren 3 Sekunden auf 100. Und da hat's geschiffen. Und die Bremse riecht. Ich finde, das macht er ganz gut. Puh. Wir sind 3 Sekunden beim Losfahren auf 100 jetzt. Der Typ neben uns hat seine Sonnenbrille runtergemacht. Was hat er gemacht? Er hat so seine Sonnenbrille runtergemacht, so ins Auto geguckt. Also man macht einmal so, macht so. Wow. Boah. 2,83 Sekunden. Aber trotzdem muss ich sagen, ist ein Porsche Turbo krasser. Ich glaube, weil da mehr so drumherum passiert. Hier passiert das besser, glaube ich. Wie meinst du mit besser? Also hier, der geht einfach so straight nach vorne, ist nicht so laut, macht nicht so viel Rabatz und sowas. Ja, ne? Und wir sagen es bei einem Ferrari. Ich finde ja, das ist halt die Launch Control bei einem GTI fühlt sich auch krasser an als bei einem Golf R, weil der Golf R einfach nach vorne marschiert und der GTI so durchdreht und so Faxen macht. Hör mal. Das finde ich ja stark, ne? Also Hybrid-Antriebsstrang finde ich schon wirklich gut, weil wenn da so ein bisschen Straßenbahn-Mode ankommt, ist schon geil. Nur eine 1 Million Euro teure Ferrari, um mit zum Kichern zu bringen. Nur. Echt krass, ne? Können wir noch einmal Launch Control machen? Meinst du? Der Launch Control Start war jetzt sogar ohne Traktionskontrolle an und das war sehr gut. Es waren trotzdem 2,86 Sekunden und du musst mal überlegen, das Ding hat 1000 PS und die Reifen sind in der Lage, die Traktion wirklich in den Boden zu kriegen. Ne? Weil da war jetzt keine Helferlein, da war gar nichts. Das war alles einfach normal fahren. Ja, das ist vielleicht, weil der Boden so warm ist, die Reifen sind dann automatisch sofort auf jeden Fall temperiert. Wir versuchen jetzt eben noch rüber zu fahren zu dem Beetle. Ob es in dem Video ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben uns vorgenommen, bei diesen nächsten Tagen seid ihr einfach mit am Start und es werden super spannende, durchwachsene Videos mit unserem schönen, geilen Transport M3 hier, der es hoffentlich schafft bis zum Ende der Videoreihe. Ich glaube, also um den muss, und das Auto muss hier keine Sorgen machen um die Reifen gerade. Big time. Willkommen zurück, man kann ja bei YouTube nicht riechen, aber der riecht. Er riecht, wie riecht er? Er riecht. Burnt. Er riecht burnt und er riecht in der Rennstrecke. Und bei Josh. Josh, I think the people are really proud that you give me, that you always give me cars to drive. Good. Yeah. You're my best friend. You said,
It smells. Yeah, it does. It smells good. Broken in now. Yeah, it's broken in, absolutely. It smells like a drift competition. No. Did it touch? Really? Okay. No, but I put my hand on the button, but yeah, it didn't go up. Yeah, it's all good. I have a skid plate, so it's fine. You have? Mm-hmm. Stock? No. You did it? Yeah. Nice. It's just plastic for when. Okay, when you like want to sell it, you let me know. Take it. For how much? What I paid for, it's fine. That is? $650. Dollars. $650,000. And then when I get it to Germany, get your tax off and my tax on. Whatever, right? You want, anything for you. Just give me some burgers. Actually, I don't need any more burgers. I got fat. You did gain Thank last you. Year. You did. I've been eating good. 650,000. Too many schnitzels. You get schnitzels here? Too many schnitzels. It's a fairly low MSRP though. I didn't do all the carbon. You did not? No. You can do more carbon than this? Oh, lots, yeah. Side skirts. Yeah, outside, but inside is full carbon. Inside I wanted to do nice, but it's a fairly low MSRP. Some of them go up to like 800,000. The Ferriano package with the special suspension. But if you get that package, you don't have front lift, so I didn't want to get that. It has a carbon wing, carbon doors. And the spec is? Schnell? Schnell. Schon? Schon schnell schnitzel. Ein schon schnell schnitzel. Schon schnell schnitzel. That's my new YouTube channel. Ja, schon schnell schnitzel. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Adresse habe ich geschickt. So, jetzt können wir gucken, wie weit es ist. Also 56 Kilometer, sagt er gerade. Ja, 40 Minutes. Sollen wir da hin? Ja, müssen wir doch, oder? Okay, I love you. Love you. Okay, see you. Ich liebe dich. I see you in Vegas, but we come back if it's cool for you on Monday, because I would love to check out the Raptor. I'll get the truck ready. Gut, also wirklich. Ich weiß nicht, ob das schnell, aber wirklich verrücktes Leben, verrückte Welt. Weil jetzt gehen wir da um die Ecke und der verdammte Beetle, der gerade noch in Dortmund stand, ist jetzt in dem Ding. The box is from you? Yeah. Not mine too. Where I spoke to on the phone, they knew about him. Hm. Hier sind voll die Sachen drin. Hier ist so ein Kühler. Ich weiß nicht, vielleicht sollten die was mitschicken, wovon du nichts weißt. Anscheinend, ne? Ja. Okay, na, ist zu slow. Okay, never mind dann. Okay, also bin ich direkt draufgegangen. Von hier ist die Verbindung zum Anlasser auf jeden Fall kürzer. So also kriegen wir auch nicht gestartet. Das heißt, wir müssen, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich vorschlagen, wir kaufen eine Batterie. Mhm. Weißt du, weil wenn wir in Vegas wirklich fahren wollen, oder wir fragen, ob die hunigen Jungs vielleicht einen Charger haben. Aber wenn die Tiefen entladen ist, die Batterie, dann funktioniert gar nichts mehr, ne? Nee, aber das ist sie nicht, weil wir sind ja vor zwei Tagen noch ganz normal gefahren. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss. Er ist auf jeden Fall schon mal in Los Angeles, was mich privat sehr, 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 sehr freut. Und das krasse Anblick ist, wir müssen noch sauber machen und so. Aber das ist das erste Auto, was auf der CIMO Show stehen wird, von der Firma aus Dortmund. Aus der Kölnstraße 89. Wir sind aus dem Hafen zurück. Wir sind jetzt hier in unserer Lieblingsmall in The Grove. Für die, die noch nicht in L.A. waren und wenn die mal hier sind, lohnt sich auf jeden Fall. Ist klein, kompakt, aber cool. Und dann habe ich diesen Laden gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, wir gehen einfach mal rein und finden einfach mal zusammen raus, ob das wirklich cool ist oder nicht. Weil ich wusste nicht und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und ein paar deutsche Journalisten sind es auch schon gefahren. Die loben das Auto voll. Also es ist wirklich nur positiv. Das Ding soll 700 Kilometer Reichweite haben und soll nicht so viel kosten. Wir haben auch schon gefragt, ob wir drin drehen dürfen. Also wir haben erst gefragt, dann Kameras geholt und jetzt gehen wir rein. Und wir haben einen Probefahrttermin. Und? Ja. Das ist ganz kurz nur. Das ist nur ein kleiner Teil in dem Video, weil ich habe mir gedacht, bevor wir die Probefahrt machen ohne Kamera, machen wir mit Kamera. Ne, Flo? Ja, klar. Geil. Also, den Anfang haben wir gerade genommen und wir haben auch mit ihm gesprochen und dann kam meine Managerin von hinten. Wir können eine Szene reinschneiden. Wir machen kurz eine Szene rein, wie wir mit ihm gesprochen haben, als Beweis. Hi, I'm Steve. Pleasure. Also, wir haben mit ihm gesprochen, dann kam die Managerin von hinten angepfeffert und hat gesagt, nein, sie so. What's going on here? We can't do that. You can't film in here? Auf jeden Fall, jetzt dürfen wir das Auto trotzdem fahren, aber wir dürfen nicht mit den Herren reden, wir dürfen aber die Autos uns angucken. Also ich finde das Auto halt einfach wirklich schön, weil ich finde einfach die Proportion gut. Das Packaging finde ich extrem gut, weil so ist es mir im Straßenbild aufgefallen. Weil wenn du jetzt so, stell dich mal hier im Flo, wenn du hier drauf guckst, finde ich Scheinwerfertechnologie, Überhänge, Kotflügel, diese Dachlinie, die Schultern, die Fenster so schmal von der Höhe. Das Auto sieht sehr kompakt, sehr stabil, sehr strong aus. Die Rückleuchte,
So, wenn ich das jetzt alles sehe, dann kannst du für 39.000 einsteigen bis hin zu 69, glaube ich. Hängt ab vom Akku. Und dann hat der eine Reichweite von 707 Kilometer. Das finde ich für das Geld und die Optik. Und ich bin der Meinung, das Tuning-Potenzial ist sehr groß, weil das sind 22 Zoll Räder. Was ich mir jetzt vorstelle, ist, das Auto so 5, 6 cm tiefer legen, 24 Zoll drauf machen und dann gibt es in so einem Mattblau, da machst du nur Fahrwerkräder auf das Auto und lackierst vielleicht ein, zwei Sachen noch zusätzlich. Ne, weil wenn du jetzt zum Beispiel hier auch mit Farbe so rangehst oder sowas, was von außen ist, das Ding für mich auf jeden Fall eine 2, definitiv. Siehst du irgendwelche Elemente von anderen Autos in diesem Auto? Natürlich. Natürlich guckt der Range Rover mich ein bisschen an. Es guckt mich alle möglichen Autos an. Aber ich denke, da wir so ein großes Autoportfolio momentan haben auf der Welt, ist es sehr schwer, noch Wagenkörper zu designen, die nicht Ähnlichkeiten haben mit anderen Autos. Somit machen sie, das mache ich ja auch manchmal, man macht sich so als Volkssport. Oh, ich erkenne das, ich erkenne den Scheinwerfer, ich erkenne die Tür. Das stimmt, aber ich glaube, einen wirklich neuen Wagenkörper jetzt zu designen, damit Folgendes passieren, wie bei BMW, was ja nicht wirklich neu ist, man verurteilt das. Weil um jetzt noch ein eigenständiges Design zu schaffen, wird das Auto sehr awkward, das Auto wird sehr komisch aussehen. Weil, guck mal, ich würde sagen, von dieser Klasse an SUVs haben wir momentan auf dem Weltmarkt 40. Die ganzen Chinesen, diese ganzen Hersteller, es gibt 40 verschiedene Autos. Wie willst du denn da noch schaffen, was zu machen? Weil Felgen, ich würde sagen, Felgendesigns weltweit, die jemals gemacht wurden, es ist immer ein Kreis. Und du musst in diesen Kreis irgendwie Kreativität reinkriegen. Aber ich würde sagen, es wurden schon über 100.000 verschiedene Felgendesigns gemacht vielleicht auf der Welt. Von der Holzfelge angefangen, die so aussieht, bis zu denen. Deswegen muss man da, finde ich, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber ich habe mich echt, das war verliebt auf den ersten Blick. Genau, und das Auto wird aus Recycling-Plastik, glaube ich, auch produziert. Ja, das. Dann kannst du hier die Lacke aussuchen. Ach ja, und der Wagen wird bei Magna produziert, wo wir mal waren, wo der Supra gebaut wird und wo der Supra gebaut wird und die G-Klasse. Da wird das Auto auch gebaut. Das ist schon cool. Erstmal keine schlechte Familie. Nee, dann sehen wir hier 700 Meilen Range. Das ist boah, Digga. Der ist, glaube ich. Nee, 700 Meilen ist ja zu viel. 360 Meilen. Können wir sehr weit mit in den Pazifik reinfahren. Das stimmt schon. Wir kommen so bis hier. Wir könnten nach Vegas fahren und fast wieder zurück. Also der Taycan, ne? Turbo S, größten Akku. Da komme ich echte, also wenn ich einsteige, das Ding ist voll geladen und der wirklich einen guten Tag, dann sagt er mit 340 Kilometer. Dann hat er aber echt einen guten Tag. Wenn ich jetzt so einfach rausgefahren bin, dann hat er schon 300 Kilometer nur noch. Und das ist nicht, wenn meine Einfahrt 40 Kilometer lang ist. Ne? Das darf man hier nicht unterschätzen. Ja, auf jeden Fall, wir wollen das hier nicht zu lang machen, weil wir haben nämlich noch ein Date. Wir haben echt viel zu tun, es wird auch lustig. Wir holen gleich Josh vom Flughafen ab. Bei Paul Ripke gucken wir noch vorbei. Vielleicht sagen wir auch mal kurz Kamera an. Holen Josh vom Flughafen ab, drehen dann nochmal vielleicht einen Hauptteil des Videos, weil der hat ja auch noch ein paar Autos für uns besorgt. Und dann gehen wir zum Basketballspiel noch heute Abend kurz. Und morgen früh müssen wir nach Vegas fahren. Also, zum Hochgehen zu den Autos? Wir gehen mal zum Auto, genau. Jetzt dürfen wir das nicht filmen, die Probefahrt. Dann machen wir auch nicht. Also, Fisker Deutschland könnt ihr euch ja gerne melden. Also, ich habe wirklich Interesse an dem Auto. Und ja, natürlich. Aber wir haben es vorher gefragt, ne? Das ist echt krass. Unangenehm, muss ich echt sagen. War ein bisschen garstig, muss ich auch sagen. Ja, war nicht cool. Ja. Egal.